Die Südtiroler Freiheit hat heute ihre Kandidatenliste für die Landtagswahlen im Herbst vorgestellt. Besonders stolz sind Eva Klotz und Sven Knoll darauf, dass es mehr Bewerber gab als Listenplätze. Für Klotz und Knoll beweist das, dass die Zahl der Unterstützer immer größer wird. Kandidatenposing bei der Südtiroler Freiheit. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist die Situation für einige, denn viele der Kandidaten sind jung und neu. 13 Frauen sind dabei, 11 Jungkandidaten, 15 Arbeitnehmer. Der Fokus für die Südtiroler Freiheit lag auf dem Ziel, alle Gesellschaftsschichten und Altersklassen auf der Liste zu vereinen. Im Ergebnis eine heterogene Liste, mit der man das zentrale Thema der Loslösung vom Staat Italien kommunizieren will. Für die heutige Präsentation standen alle sogar bildlich hinter dieser Idee. Allen voran natürlich die Spitzenkandidaten. Unsere Botschaft ist klar, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir haben Menschen, die auch bereit sind, diese Verantwortung mit zu übernehmen und werden uns daher mit ganzer Kraft für die Selbstbestimmung Südtirols einsetzen. Wir werden nie alle unsere Probleme lösen, aber wir können alle ohne Italien leichter lösen. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch im Wahlkampf das Thema Selbstbestimmung zum Schwerpunktthema machen. Das Ziel ist 2+. Das Ziel ist die Loslösung von Italien und das kann man mit 2 Abgeordneten im Landtag genauso erreichen wie mit 4 Abgeordneten. Es ist wichtig, politisch vertreten zu sein. Es ist wichtig, hier auch den Wählern eine Alternative anzubieten. Aber wie gesagt, wir kandidieren nicht unser Selbstwillen, damit wir einen schönen Posten bekommen, sondern damit wir für die Zukunft dieses Landes etwas erreichen und etwas verändern können. Viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger erleben es jetzt an der eigenen Persönlichkeit, im eigenen Betrieb, dass sie mit diesem Staat keine Zukunft haben. Die Krise spielt also der Südtiroler Freiheit in die Hände, ein Vorteil? Wir werden das erst sehen. Das kann man so nicht pauschal sagen. Sicher ist, dass sehr viele kritischer geworden sind und sich überlegen, dass sie auch bei den Wahlen ein Zeichen setzen. Welches Zeichen es dann genau sein wird, wird sich zeigen. Sicher ist, dieses Mal werden die Landtagswahlen besonders spannend werden.